hier werden Stars über Nacht geboren. Nirgendwo sonst lebt man den amerikanischen Traum intensiver. Triebwerk macht sich heute auf die Reise an die Westküste der USA. Ins Land der Autopioniere. Vom Elektrobuggy bis zum Petrolhead. Wir sind eigentlich Brüder. Nur, dass es bei mir beim Thema Haken ein bisschen zu kurz gekommen. Egal ob Urban Outlaw oder grünes Gewissen, hier ist für jeden etwas dabei. Willkommen in Amerika, willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, willkommen im Land der Elektromobilität. Naja, letzteres stimmt nicht so ganz, denn im Land der Pickups und der dicken V8-Motoren tut man sich noch ein bisschen schwer mit der Elektromobilität. Nur ein Bundesstaat schert wieder aus und das ist wie so oft Kalifornien. 75% aller batteriebetriebenen Fahrzeuge sind hier verkauft worden. Das liegt einerseits an der Gesetzgebung, andererseits natürlich an der Einstellung der Menschen. Dazu gehören sicher auch die Jungs von EV West. Michael und seine Truppe gehören zu den Pionieren der spaßigen Elektromobilität. Ebenfalls ein Pionier spaßiger Elektromobilität, unser automobiler Reisebegleiter. Auf den 110 Meilen bzw. 177 Kilometern von Beverly Hills nach St. Marcos können wir den Porsche Taycan 4S Cross Turismo auf seine Alltagstauglichkeit testen und gleich mal schauen, wie es um die Ladeinfrastruktur in Kalifornien steht. Und wo lassen sich die vielen Meilen zum Ziel wohl besser abspulen als auf der Autobahn? So, rauf auf den Highway. Ja, rauf auf den Highway. Rein in den Stau. Immer wieder schön. Ja, und das ist wohl typisch LA, würde ich mal sagen. 8 Spuren und trotzdem geht nichts weiter. Doch bevor ich hier den ganzen Tag im Stau verbringe, suche ich mir lieber eine schöne Landstraße. Gesagt, getan. Schließlich ist Kalifornien auch für seine zahlreichen Panoramastrecken bekannt. Auf dem Weg nach San Marcos kann der 476 PS starke, elektrisch angetriebene Porsche-Kombi seine Muskeln spielen lassen. Ja, runter vom Highway und rauf auf die kurvige Bergstraße. Juhu! Ja, und erst hier kann man das Potenzial des Taycan voll ausschöpfen. Auch als Cross-Turismo, trotz höherem Schwerpunkt. Wir gehen also in Sport Plus, ja, dann senkt sich die Karosserie auch wieder ganz leicht und gibt Gas. Das ist wirklich unglaublich, wie man mit diesen 2,2 Tonnen hier durch die Kurven pfeifen kann. Ja, anbremsen, einlenken und mit einem leichten Powerslide raus aus der Kurve. Ich glaube, spätestens jetzt wird es für die meisten Elektrischen schwierig, da hinterherzukommen. Für die meisten Verbrenner, befürchte ich, schaut es da ganz, ganz schlecht aus. Hier in Kalifornien treibt die Elektromobilität ganz besondere Blüten. Bei EV West hat man sich auf nicht ganz alltägliche Klassiker-Umbauten spezialisiert. Michael! Michael, schön dich zu sehen. Yeah, man. Ich kenne dieses Auto. Kann es fliegen? Ja. Und wenn du über, wie viel waren es, 86 Meilen pro Stunde schaffst? Denn die Flunder wird bei dieser magischen Geschwindigkeit durch das Werk des genialen Wissenschaftlers Doc Brown zur Zeitmaschine. Jedenfalls in Hollywood. Das ist das Auto von Zurück in die Zukunft. Ja, das ist es. Es ist ein DeLorean, ein 1985er Modell. Dieser hier ist sehr besonders, weil er tatsächlich aus Originalteilen neu aufgebaut wurde. Er hat also 0 Kilometer auf der Uhr. Wir bauen ihn gerade um, denn als dieses Auto produziert wurde, hatte es keinen Benzinmotor bekommen. Ah, macht es das einfacher für euch? Hier kannst du ganz genau sehen, was wir gemacht haben. Wir haben alles in die ursprüngliche Struktur des Autos integriert. Wir nehmen keine Veränderungen an der Karosserie vor. Das ist ein Vorderradmotor eines Tesla Modell S, ca. 220 Kilowatt. Bringt ungefähr 300 PS auf die Hinterräder. Wir wollen den Aufbau der Autos gerne so original wie möglich lassen, aber manchmal ist es schwierig. Wie du hier sehen kannst, gibt es keinen Platz für die Batterien. Also müssen wir sie hinten verbauen und das Gewicht aufteilen, sodass wir eine gute Balance bekommen. Okay, was ist das? Ja, das ist unser Bonneville-Auto, ein Geschwindigkeitsrekordwagen. Technisch gesehen ein Lakester, weil die Räder freistehen.
Die aerodynamische Karosserie liegt nebenan. Die ist wie damals in den 1950ern aus Aluminium handgedengelt. Wir wollten damals ein eigenes Projekt starten und haben bei Null angefangen. Für uns ist das die ideale Plattform, um unsere Komponenten darauf zu testen. Mit all den gesammelten und gespeicherten Daten können wir verschiedene Batterien, Motortunings und Getriebekomponenten ausprobieren. Und das alles an einem Ort, an dem es keine Limits gibt. Man nennt Bonneville ja auch den großen weißen Prüfstand, weil du da rausfährst und entweder den Rekord brichst oder dein Motor kaputt geht. Die Bonneville Salt Flats im amerikanischen Bundesstaat Utah. Geheiligter Boden für die schnellsten Menschen der Welt. Egal ob Nitro-Rakete, B-Motorbike, V8 Monster oder Buggy Marke Eigenbau. In Bonneville ist alles möglich. Seit über 100 Jahren jagen Speedfreaks in der spektakulären Salzwüste nach Geschwindigkeitsrekorden. Das geht sonst nirgendwo auf der Welt. Nur hier. Mit bis zu 1000 Kilometer pro Stunde jagen die Karossen über die Salzkruste des mehr als 10 Kilometer langen Bonneville Speedway. Man könnte es Mut nennen. Eine verschworene Gemeinschaft im Rausch der Geschwindigkeit. Schneller. Immer schneller. Das Projekt ist ein großer Erfolg für uns. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre. Vor 2 Jahren sind wir in unserer Klasse einen Rekord gefahren und wir halten ihn immer noch. Die meisten Komponenten haben wir selbst konstruiert und beim Tesla-Getriebe haben wir die Gänge angepasst. Und alles elektrisch? Das ist keine Rakete da hinten? Ich wünschte wirklich, dass es eine Rakete wäre. Viele Leute denken, dass es irgendein Boost ist, aber das sind nur die Fallschirme, die wir beim Bremsen von über 320 km/h nutzen. Aufgrund der Vorschriften brauchen wir sogar 2 davon, falls einer kaputt geht. So schnell mit diesem Lenkrad? Bei über 320 km/h machst du sowieso nicht viel. Du versuchst, das Auto einfach nur in der Mitte der Strecke zu halten. Aber glaub mir, ein bisschen lenken musst du schon, wenn du ein typisches Bonneville-Rennen fährst. Bei EV West geht es seit Gründung vor allem um die Freude an der Elektromobilität. In allen ihren Spielarten und Möglichkeiten. Und ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Ein weiteres spaßiges Auto. Sieht so aus. Das ist unser Motto, Spaß haben. Das ist ein 1953 Bayer Käfer. Eine weitere Entwicklungsplattform von uns. Bevor wir Zugang zu den Tesla-Motoren hatten, hatten wir schon früh Doppel- und Dreifachmotorensysteme entwickelt, um mehr Drehmoment und PS zu bekommen. Mittlerweile ist es aber besser und einfacher, die Komponenten von Elektroautoherstellern zu kaufen und dann unsere eigenen Anpassungen vorzunehmen. Aber was ist im nächsten Raum? Hier drüben haben wir die ganze Technik. Im Lager nebenan warten unzählige gebrauchte Tesla-Motoren auf ihren Einbau. Was Energiedichte und PS angeht, ist Tesla klar Marktführer, besonders im Hinblick auf Größe und Preis. Aber wir können keine Tesla-Motoren kaufen, deshalb werden hier hauptsächlich Antriebsstränge demontiert. Wir kaufen gebrauchte Autos selbst und bauen dann die Elektromotoren aus. Im Nebenraum machen wir unsere ganze Testarbeit. Also wenn du für dein Projekt in Deutschland einen Motor bestellst, bekommst du von uns ein Video vom Probelauf. Somit stellen wir sicher, dass der Motor sofort einsatzbereit für dein Projekt ist. Lass uns endlich fahren. Ich habe was Schönes draußen gesehen. Okay, du willst eine Runde fahren. Den spaßigen Teil? Hier ist der EV Buggy. Schlagartige Leistung.
Beim Weg zurück nach Los Angeles kann auch der Porsche Taycan 4S Cross Turismo sein Kurventemperament beweisen. Über zu wenig Leistung kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Im Oberboost stehen 420 kW und 650 Newtonmeter zur Verfügung. Und ungewöhnlich für ein Elektroauto, es gibt zwei Getriebestufen. Das ist eine Art Overdrive und soll beim Stromsparen helfen. Der Taycan kommt auf die LTP 452 km weit. Aber wenn man es hier so krachen lässt über eine kurvige Bergstraße, dann werden es wohl eher um die 350 km sein. Doch die nächste Ladesäule ist schnell gefunden, entweder hier über das Navigationssystem oder über die Porsche-App. Während sich der Taycan erstaunlich flott laden lässt, von 5% auf 80% in etwas über 20 Minuten, geht es wenige Kilometer weiter in Downtown LA hochoktanig weiter, wenn Tim schräg auf Magnus Walker trifft. Wir sind eigentlich Brüder. Nur, dass es bei mir beim Thema Haar bin ich ein bisschen zu kurz gekommen. Kalifornien, Downtown Los Angeles. Autoexperte Tim Schräg ist heute im Porsche Boxster S zu einem besonderen Petrolhead unterwegs. Denn hier im Herzen der Stadt der Engel schlägt ein Herz im Zuffenhausener Rhythmus. Herr Schräg, guten Morgen. Herr Walker. How you doing? Wie geht es dir? Danke für den Besuch. Du bist mit dem Boxster da. Im Deutschen sagt man wassergekühlt. Ich sage immer, wir brauchen Luft und Wasser zum Überleben. Du kommst also an einem verregneten Tag nach Kalifornien. Deshalb gehen wir besser rein zum Porsche schauen. Ja, very good idea. Es handelt sich offensichtlich um jemanden, der Porsche gern mag. Man sieht nämlich nichts anderes hier. Eine wohl einzigartige Porsche-Sammlung. Wie du sehen kannst, es gibt ein bisschen Abwechslung. Der Hauptteil ist luftgekühlt. Wie sagt man auf Deutsch? Luftgekühlt? Du siehst, wir sprechen Porsche hier. Genau. Magnus Walker mal kennenzulernen, ist richtig also ein mega geiles Erlebnis, weil der einfach total authentisch ist und einfach sein Ding einfach gemacht hat und hat halt das Glück gehabt, dass es auch noch funktioniert hat. Eigentlich kommst du aus England, oder? Ja, eine lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir? Unbegrenzt. Ich mache es kurz. Meine Geschichte ist eine wahre Geschichte. Sie fängt an, als ich 10 war, im Jahr 1977. Mein Vater hat mich damals zu einer Autoshow mitgenommen und dort habe ich einen weißen Martini Porsche 39 Turbo gesehen. So ähnlich wie der, nur ohne Streifen. Und da habe ich mich in Porsche verliebt. Ich habe sofort einen Brief ans Porsche-Werk geschrieben, dass ich ihre Autos liebe und gerne das Design machen will. Zurück kam ein Brief, der sagte, ruf wieder an, wenn du ein bisschen älter bist. 40 Jahre später steht ihr hier und besucht mich und ich habe ein paar Porsche. Vom sportlichen GT3 bis zu den schmalen F- und G-Modellen reicht die Palette über 40 Produktionsjahre. Aber bei Magnus Walker stehen die Luftgekühlten nicht nur rum, sie werden auch alle regelmäßig zum Atmen in der frischen Natur bewegt. Eine Lebensphilosophie für Magnus. Die frühen Autos erwecken alle meine Sinne. Sie schauen super aus, klingen super, riechen super, fühlen sich super an und du bist involviert. Ich sage immer das Hirn, zwei Hände, zwei Füße und drei Pedale. Ich will immer das Maximum aus einem Auto rausholen. Dabei geht es nicht um den schnellsten Weg von A nach B. Die Leute fragen mich, welches Auto fährst du? Ich sage, das kommt drauf an, wohin. Wenn ich schnell fahren will, nehme ich eins aus der ersten Reihe. Will ich 50 Jahre zurück, nehme ich den 1967er. Ich bin gern aktiv beim Fahren, ich sehe das als mein Training. Doch Magnus Walkers Garage hat viel mehr zu bieten. Das alte Industrieareal gehörte einmal zu den Gegenden, um die man lieber einen großen Bogen machte. Walker hat das richtige Gespür fürs Geschäft, kauft zur Jahrtausendwende günstig und restauriert die 3000 Quadratmeter große Halle. Seither vermietet er die Räume als Filmlocation. Angefangen hat der Brite aber 1994 mit einem Modelabel.
Er schneidert den Punks und Rockern aus L.A. Klamotten auf den Leib und kleidet von Alice Cooper bis Madonna alle ein. Die Reise meines Lebens hat mich hierher geführt mit dem Modegeschäft, dem Filmbusiness und diesem ausgearteten Porsche-Hobby. Und das ist der Grund, wieso Jungs wie ihr mehrmals die Woche herkommen, um über das Leben, Leidenschaft und Porsche zu sprechen. Für mich lautet das Motto, fließe mit dem Strom und schau, wo du landest. Das ist halt das Coole, der ist konzeptlos, sondern der poppt eine Idee auf und das macht er dann. Ganz einfach. Also nicht, was muss ich jetzt machen, damit ich die Aufmerksamkeit hochhalte, damit ich noch mehr Follower habe, damit ich nee, so denkt er gar nicht. Und das finde ich cool. Super authentisch. Und eben nicht sich totplanen im Leben, sondern einfach, wie er gesagt hat, seinem Herzen folgen, ja, und Bauchgefühl. Dieses Bauchgefühl hat auch die beiden Frontmotor-Porsche zu Magnus Walker gebracht. Überhaupt kann man den Urban Outlaw, wie er sich selbst nennt, zu den Jägern und Sammlern zählen. Hier geht kein Porsche-Teil verloren, es wird bestenfalls neu adaptiert oder modifiziert. Das ist mein letztes Projekt. Dieses Auto ist wirklich stark modifiziert. Alles wurde bearbeitet. Die Haube ist flacher, wir haben in die Kotflügel Lüftungsschlitze gemacht, der Tankverschluss, das Dach wurde geschärft, es gibt keine Regenrinne, die Radläufe sind breiter, die Rücklichter integriert und der 1975er Heckflügel wurde überarbeitet und abgeflacht. Das ist ein eigener Style und der eigene Style, der hat irgendwie Hand und Fuß. Weißt du, du kannst jetzt dann sagen, wenn du von der Style-Polizei bist und dann sagst, man darf auf keinen Fall einen Porsche umbauen, weil das kannst du nicht machen. Das ist, oh Gott, ja, Blasphemie. Das ist Quatsch. Also wenn er das macht und cool findet und da gibt es noch einen, der es cool findet, dann ist es schon gerechtfertigt. Genug gequatscht. Jetzt soll endlich der Boxermotor sprechen. Klingt schon mal nicht schlecht, der 27 Jahre alte Porsche 964. Magnus' derzeitiger Lieblingselfer hat eine bewegte Geschichte als Renngerät hinter sich. No wipers, very nice. Keine Scheibenwischer, super. Weißt du, ich bin noch nicht ganz fertig mit den Umbauarbeiten und dem Tuning. Ich habe auch schon Scheibenwischer, aber der Scheibenwischermotor funktioniert nicht. Yeah, doesn't work. Okay. Ich meine, du musst dem auf der Zunge zergehen lassen. Wir ballern durch L.A. mit einem Auto, ohne Nummernschild, ohne Versicherung, ohne alles. Und einfach, na und? Wir brauchen den nicht. Und vor allem keine Scheibenwischer. Und am Anfang hat es noch genieselt. Ich sehe nichts, aber ich gebe einfach mal Gas. Also, unvorstellbar einfach. Outlaw-mäßig geht es mit Tim hinterm Steuer weiter. Gurte braucht man nicht und auch sonst möchte man den Cops in diesem Elfer besser nicht begegnen. Spätestens nach Tims erstem Drift wird das auch Magnus Walker und den Alarmanlagen diverser Autos klar. Wirklich super Handling im Nassen, sehr schön. Was für ein Motor. Ja, sehr stark. Jetzt, das ist ganz schön laut. Aber fährt sich sehr geil. Das Ding hat einfach keinen Schalldämpfer. Der geht einfach hinten, geht's einfach raus und deswegen ist der auch so laut. Und ab 4.500 klingelt's richtig in den Ohren. Ding, 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 ding. Es kommt, was kommen musste. Donut-Gefahr. Ja, das ist gut, sehr gut. Ich sage immer, kleine Jungs gefangen im Körper von erwachsenen Männern. Und das ist bei ihm ganz genauso. Und das ist halt richtig cool. Also ein super, super sympathischer Typ, der einfach so ist, wie er ist. Und auch richtig cool dabei. Wir sind eigentlich Brüder. Nur, dass es bei mir beim Thema Haare ist, bin ich ein bisschen zu kurz gekommen.
Aber was soll's? Vielleicht kann er mir ein paar Haare abgeben. Das Ende ist absehbar. Einmal Kreisverkehr vor Downtown LA. Aber auch das Ende des Verbrenners naht. Doch hier in Kalifornien scheint man dafür gerüstet zu sein. Wie die EU wollen die Kalifornier ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zulassen. Aber mit so Typen wie Michael von EV West kann das gelingen. Er hat uns vor allem die Freude und die neuen Möglichkeiten der Elektromobilität gezeigt. Und auch der Porsche Taycan ist ein gutes Beispiel, wie man Fahrspaß und Elektromobilität verbinden kann. Und als Cross-Turismo kommt noch ein Stück Alltagstauglichkeit dazu.